Naja, da sind schon viele, ziemlich viele Bekloppte unterwegs, also es ist schon möglich. Nun, was ich über sie gehört habe, dass sie die Schwester von Arkos Schar sein soll und die Tochter der Mondsilbersultane, was genau das bedeutet. Nun, die Kunchoma sind sehr gut darin, Titel umherzuschmeißen, ohne sie zu erklären. Ja, aber das ist doch die Fürstin von dort. Die nennt sich halt nur so. So einen tiefen Einblick habe ich da in die Politik nie erhalten. Aber so wie ich das sehe, haben wir jetzt nirgendwo gute Nachrichten gefunden hier, oder? Die einzig gute Nachricht ist, dass sich die Splitterträger nicht alle verbündet haben und gemeinsam angegriffen haben und jetzt stattdessen nacheinander angreifen, das nicht viel besser ist, aber immerhin Dass ein sie scheinbar kleines versuchen, sich wenig. zu verbünden. Das Bündnis zwischen Rassasso und Golotha hat uns schon genug gekostet. Wir dürfen dann eine solche Sache nicht zustande kommen lassen. Aber wir können wohl von hier aus auch wenig tun. Nun, vielleicht sollten wir wahrlich gegen den Ansturm von Oran helfen. Glaubt ihr, dass man... Den Wanderer Aranien reiten, den anschleichen, Afax abstechen? Das Nun, bestimmt. das wäre eine Möglichkeit. Ebenfalls könnten wir dabei durch Romilis hindurch und sehen, was dort eigentlich vor sich geht. Ich mag, wie ihr denkt, aber wir haben zu tun. Wir kloppen jetzt noch die letzten von diesen Verrückten hier zusammen und dann sind wir doch wieder frei, oder nicht? Nun, die Dapazien ist ebenfalls in groben Schwierigkeiten. Nun, ich denke, Dapazien wird uns nicht davonrennen, denn Galotta haben wir getötet. Doch zwei Heptarchen, die aktiv einen Angriff planen auf ein noch freies Land. Nun. Der Drache erhebt auch fortwährend weitere Untote. Andererseits ist der Drache ein kleineres Problem als Hafax, denn alles ist ein kleineres Problem als Hafax. Der Drache greift uns wenigstens von vorne an. Wenn Hafax wirklich so genial ist, wird er uns Probleme machen, wo wir wirklich keine Probleme brauchen können. Gegen den Drachen können wir aktuell wenig tun. Andererseits könnte dies eine Finte sein und sobald wir in Richtung Aranien verlegen, marschiert er durch die Trollpforte. Nun, die Trollpforte ist aktuell unter feindlichem Besitz. Wenn sie durchmarschieren wollen, dann können sie jederzeit gehen. Er müsste sich wohl mit dem Drachen arrangieren. Ich denke nicht, dass Hafax sich mit dem Drachen arrangieren kann. Aktuell können Wir wir haben nichts auch gegen den gedacht. Drachen machen, denn nun, bis die Zwerge einen Weg gefunden haben, diesen Drachen zu töten, können wir nichts tun. Und wir haben die Lanze. Ich bin bereit, es nochmal zu versuchen. Ja, aber dieser Drache hat dieses schwarze Feuer. Dagegen haben wir nichts. Das ist leider wahr. Haltet ihr euch für besser als den vorigen Träger der Lanze? Das war doch jetzt hier der Ritterkönig, oder nicht? Ich glaube, der Ausgang dieses Kampfes ist uns allen wohl bekannt. Vielleicht müssen wir es einfach nur so lange versuchen, bis Hex uns holt ist. Würde immer jetzt sagen, wo ist er eigentlich? Hat ihr ihn gesehen, Keras? Ich dachte, er ist bei euch. Nein. Und wir hatten ihn bei Reo gelassen, aber der hat, was hat Reo gesagt? Er sollte bis 14 zählen und er hat nicht gesagt, wo er Bin mir hin nicht ist. sicher, ich war bei dieser anderen Zelotin und sie schien auch nicht unbedingt bei sich zu sein. Ich habe ihr etwas Wasser geholt und danach war er immer weg. Ich dachte, er ist zurückgekommen. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ich wette, der schlägt sich gerade bei den Tobriern den Bauch voll. Das ist ja eher seine Kragenweite, die Jungs. Kann ich mir gut vorstellen. Also müssen wir jetzt mal Prioritäten setzen. Wir sammeln jetzt erst noch diese letzten drei Statuen ein oder gucken die uns an, wie auch immer. Und dann? Nun, Wir Ratte anscheinend. zerschlagen die Statue und diesen Sarkophag in der Villa. Das müssen wir noch tun. Ja, der Sarkophag. Wir müssen unbedingt sehen, was darin ist. Wir müssen noch herausfinden, was die Verbindung zwischen Enarch und Aurelius und dem Inquisitor war. Ob es Und eine wir gibt. wollten diese Ketten wieder zusammenfügen, um zu gucken, was passiert.
Was? Nachdem was Eolaus gesagt hat, halte ich dies nicht mehr für eine gute Idee. Ich dachte, wir sammeln die Kettenglieder, damit sie nicht vereint werden. Wir sollten sie einschmelzen und etwas Freiheitsgefährliches daraus schmieden lassen. Das ist ein guter Vorschlag. Nach dem, was ihr erzählt habt, sollten sie einfach in einen Magmastrom werfen und dort schmelzen lassen und vergessen. Wäre ich mit einverstanden. Gibt es nicht dieses Ingram-Heiligtum irgendwo am Raschschutzwall in der Nähe von Romulus? In Schlund. Ja, ich glaube ja, aber ich sehe das. Das ist mindestens eine Woche Ritt. Wenn wir keine Verkinas treffen und es nicht regnet. Und wir müssen eh in die Richtung, oder? Nein. Wenn wir nach Aranien wollen? Nein. Der Schlund ist etwas östlich von Eslamsgrund, denke ich. Und ich vermute im Raschuswall. Wir behalten die Kettenglieder einfach. Sie getrennt voneinander aufbewahren, wird ja schon nichts passieren. Und irgendwann können wir uns endlich darum kümmern. Wenn Albrax wieder hier ist und der Ingrim Tempel steht und Isinger auch einen Kopf für was anderes hat als... Ich weiß nicht, was er gerade tut. Wir können nochmal das eine davon, eins dieser Glieder Isinger geben, damit er es vernichten kann. Was kommt noch dazu? Und wir müssen in den Bandstrahlerturm. Ich brauche Bandstaub und wir wollten nach einer Statue suchen. Haben wir eigentlich jemals das Fluggerät wiedergefunden? Nehmen wir derzeit an, dass entweder die Torwalle oder die Hexen es gestohlen haben. Oder es abgestürzt ist, wer weiß das schon. Ich denke auch, es wird abgestürzt sein. Wir müssen immer noch das Kettenglied am Zwölfgötterplatz holen, das muss auch nochmal jemand machen. Das stimmt. Dann brechen wir es einfach heraus. Was soll schon passieren? Ja gut, können wir einfach machen, ist richtig. Also schlafen wir erstmal und dann gehen wir morgen die Statuen eine nach der anderen ab. Und dann fragen wir im Rat der Helden, wie die Lage ist und eventuell können wir einen Abstecher nach Romulus und Aranien machen. Und jetzt, da die meisten wieder da sind, werden sie hoffentlich die Stadt ohne uns verwalten können. Auch wenn ich es ungern in ihre Hände gebe. Ja, und... Ich denke, ein Großteil des Wichtigsten ist getan. Jetzt nun heißt es Aufräumarbeiten. Wir müssen auch noch in die KGA-Registratur. Na, die ist im Arsch. Da hat auch noch, wie hieß der nochmal? Wahnsinn, von Paligan. Achso. Der hat da so einen Zettel vorgehangen. Irgendwie ist da wohl alles kaputt. Lanzwin hat den wohl verbrannt, aber wir müssen auch Paligan eigentlich mal irgendwann wieder einsammeln. Der sucht jetzt die Leiche von Rohaya. Moment, er lebt? In Wehrheim. Mehr hat er mir nicht gesagt, aber ich nehme an, ja. Und ihr habt ihn gehen lassen. Ich doch nicht, der war weg, als Answin den Zettel gefunden hat. Was soll ich denn da machen? Ist wahrscheinlich eine Feuerschlacht aufgebrochen. Aber den müssen wir auch wieder einsammeln, der stirbt da oben. Wenn er nach Wehrheim aufgebrochen ist, ist er schon tot. Naja, der Mann ist nicht ganz blöd. Wenn er noch lebt, dann finden ihn weder unsere Feinde noch wir werden ihn finden. Er ist allerdings auch in einem ungesunden Maß mit Rohaya besessen. Von Rohaya besessen. Und die Frau ist sehr beliebt. Verständlicherweise. Wie bitte? Rohaya meine ich nicht. Ihr habt sie doch selber gesehen. Und warum? Ihr habt doch manchmal komische Prioritäten, aber mir. Ja, wie viel weiß er denn überhaupt? Obwohl, er wird wissen, wo sie verloren gegangen ist. Oh, scheiße. Habt ihr es ihm erzählt? Ich nämlich nicht. Nein, aber vielleicht welche von den Reitern, obwohl die Reiter dürften alle tot sein. Nun, eigentlich wussten nur wir, wo sie gestorben ist. Hoffen wir einfach, dass er nichts zu Dummes tut. Wir können ihm nichts helfen. Ja, ich wollte es nur mal erwähnen, damit wir da alle von wissen, damit wenn wir mal dann wieder in dieser Finstermark gehen, dass wir dann den wieder einsammeln. Hört auf, es Finstermark zu nennen, es ist und bleibt Apatien. Er ist ein Paligan, die sind alle wahnsinnig, aber nun genauso schwer zu töten wie eine Kakerlake. Na gut. Dann würde ich sagen, morgen Statuen kaputt machen. Oder hat noch jemand irgendwas, was wir besprechen müssen?
Kiaras, fragt doch mal bei euren Bediensteten nach, ob sie herausfinden können, wo diese Taverne voller Humpen ist. Voller Humpen? Die kenne ich. Was? Ja, waren wir da nicht mal. Damals, bevor wir nach, wie hieß es noch gleich, Jolgamok aufgebrochen sind. Wirklich? Ja, dann könnt ihr uns gleich mal dorthin führen, also morgen. Ich weiß nicht, ob ich den Weg noch finde. Hier, Dings hat uns dahin gebracht. Wie hieß er noch gleich? Ragnar? Wenn ich mich nicht irre. Ah, der, den wir in der Festung getroffen haben und getötet haben? Ja. Und die ist jedenfalls in der Nähe vom Mesinne-Tempel. Da kann man so als mittelloser Ritter ganz gut wohnen. Nun, dann werden wir es wohl finden. Gut, dann machen wir eine große Runde. Wir fangen hier oben auf dem Heldenberg an, gehen dann weiter in die Kaserne, dann zur Taverne, Preios-Tempel, Bandstrahlerturm, Zwölfgötterplatz. Ihr meint die Novalex-Sakrale mit Preios-Tempel? Nein, der Gerechtigkeit. Okay. Unten beim Bandstrahlerturm. Der ist ja direkt, genau. Also gut, aber bevor wir schlafen gehen, nun ich denke mal, ich werde ein wenig Raya anrufen, dass sie uns dieses Mal zumindest einen guten und erholsamen Schlaf gewährt. Tut ihr das? Ich denke, wir brauchen alle ein wenig Erholung, oder? Wo geht's zum Keller? Zum Keller? Hier entlang. Ja, danke. Was wollt ihr denn im Keller? Frieden finden, haben wir. Frieden finden im Keller. Ich hoffe nicht den ewigen Frieden, Jalan. Dafür habe ich noch zu viele Rechnungen offen. Ihr macht manchmal merkwürdige Sachen. Machen wir das nicht alle? Ich dachte, man findet im Licht Frieden, aber nun ja, jeder sucht woanders. Wir können uns ja nicht alle den jungen Damen zuwenden, nicht wahr, Abelmir? Das ist ein Gerücht. Ich entziehe mich jedenfalls der Prozession in den Keller dann. Wer möchte zuerst? Ich hole dann so ein Gefäß mit Rosenöl heraus. 3, 2, 1, meins. Hier. Ja, dann trete ich auf Rafim zu. Benetze seine Stirn mit Rosenöl. Er setzt dich hin. Oh. Ja, und fange an, deine Stirn zu massieren. Oh, ich arbeite zu viel. Das tust du wirklich. Ach, ich habe mal mehr Ruhe verdient. Ach, ich wünschte, ich hätte so viel Zeit wie Abel mir, mich den jungen Damen zuzuwenden, aber ne? Ich bin mir sicher, Raya wird dir dabei in Zukunft helfen und dir heute Nacht gemeinsam mit Boron einen sehr erholsamen und wundervollen Schlaf geben. Richtig. Dann gebe ich ihm einen Kuss auf die Stirn und er schläft ein. Tock. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch bei Isarun. Beginne ihre Stirn einzumassieren mit Rosenöl. Gebe ihr einen Kuss und auch daraufhin schläft sie ein. Danach bei Abelmir. Ich massiere seine Stirn, gebe ihm einen Kuss und er schläft ein. Zu guter Letzt gehe ich noch zu Jalan und mache bei ihm dasselbe. Der hat sich im Keller eingeschlossen. Ich habe einen Ersatzschlüssel. Ja, dann siehst du ihn, wie er in einem Lagerraum sitzt, wo er notdürftig ein paar Kisten und Fässer an die Seite geschoben hat und eine Kerze vor sich aufgestellt hat und sich in den Rücken geißelt. Nun, dann schreite ich dann nach gut 5 Minuten wahrscheinlich ein und... Karinor, geht weg! Sofort. Ein kleiner Segen nur. Oh Gott, das will ich, wenn es denn unbedingt sein muss. Ach, vielen Dank. Ich massiere seine Stirn, gebe ihm einen Kuss und er schläft ein. Danach hole ich die Diener beisammen, dass wir sie alle gemeinsam in die Betten tragen. Ja, damit schreiben wir den dritten Ingram und ihr bekommt zumindest etwas Schlaf. Ja, so ziemlich. Ihr kriegt zu eurer Regeneration nächtlich hinzu 15 durch 2 plus 5, weil ich es aufgewertet habe. Und ihr
habt sehr erholsame Träume, verarbeitet das Geschehene und die Realitätsrichter aller Träume ist um Eckerstern halbe plus 5 gesenkt, dass sie nicht real erscheinen. Ja, ich glaube, wir können ganz großzügig die Lebenspunkte von Yalan mal auf 10 runtersetzen und dann kannst du von da aus wieder hoch regenerieren. Auch ich würde sagen, ja, 10. 10 ist gut. Wunden oder sowas musst du dir nicht aufschreiben, weil das alles einzelne Peitschenschläge sind. Aber zumindest sind es viele blutige Streben. Wie viel war das? LKP Stern halbe, ja? Also von Kiaras. ST Stern halbe plus 5, weil ich aufgewertet habe auf mehrere Personen. Autsch. Ja, so könnt ihr nach einer diesmal erholsamen Nacht wieder nach oben treten, nachdem ihr dann aus den Betten wieder aufgestanden seid. Galan hat dann auch ein paar Handtücher unter sich liegen, damit er nicht die Bettlaken voll blutet. Aber genug Betten wird es für euch alle auf alle Fälle geben, sodass ihr dann nach und nach wieder zu euch kommt und zum Frühstück herantreten könnt. Habe ich meinen Punkt Karma bekommen? Ja. Okay. Freyas hat kein Problem mit dir. Ich war mir nicht sicher. Guten Morgen, meine Freunde. Wie geht es euch? Habt ihr gut geschlafen? Ach, ein herrlicher Schlaf. So besser. Gut habe ich lang nicht mehr geschlafen. Besser, als ich es verdient habe. Ach, ja, leider doch. Geil, Dunkel. Raya hat deine Seele gesehen und verfügt, dass du gut schlafen darfst. Das ist wohl auch besser für alle, denn wir haben viel zu tun, wie ich das sehe. Richtig, richtig, richtig. Lasst mich schon mal die Salami aus der Küche holen. Und Rafim verschwindet in Richtung Küche. Ach, Rafim, lass das doch die Diener tun. Ah, die holen immer nur eine! Es ist wirklich sehr traviergefährlich, dass wir hier die besten Speisen der Familie Karinor zu uns nehmen und keine 200 Schritt weiter die Bürger leiden müssen. Hungern. Nun, was bringt es den Bürgern, wenn wir uns aushungern und nicht bei vollem Bewusstsein und bei voller Kraft sind, um ihnen zu helfen? Außerdem haben wir doch die Inhalte der Speicher von Carfengs zur Verfügung gestellt. Tropfen, also hungern müsste im Moment keiner. Ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Nun, wenn wir unser Lager hier teilen, dann ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, vielleicht ein Brotkrümel für jeden. Das ist wohl ein weiterer Grund, uns um Aranien zu bekümmern. Wenn es fällt, kriegen wir ernsthafte Probleme. Aranien ist nun die Kornkammer ganz Aventuriens. Also sollten wir ihnen beistehen, um unser Fortbestehen zu sichern. Und wenn wir zu fünft da ankommen und sagen, zu sechst, ich vergesse den Kleinen immer, wenn er nicht dabei ist, und sagen, wir sind hier, um euch vor Hafak zu retten, wird man uns fortlachen. Und mit Recht, wohlgemerkt. Nun, wir haben Archen getötet, Drachen erlegt und Galotta besiegt. Ich denke, unserem Wort wird man Glauben schenken. Wenn ihr allerdings wichtige Informationen herausfinden könnten, die bei der Verteidigung helfen können. Wir brauchen Informationen über Aranien, Oron. Ohne Informationen können wir nicht planen. Nun hättet ihr das nicht sagen können, bevor Answin sich verzieht. Da wussten wir nicht von den Zuständen in Aranien, oder? Nun, wir haben Gerüchte gehört, aber nichts Konkretes. Kümmern wir uns erstmal um das, was vor uns liegt. Die Statuen und die Paktiere. Gut, vernichten wir diese widerwärtigen Statuen endlich. Ich habe sogar noch eine dritte gefunden, gute Nachrichten. Und ihr merkt, wie Rafi mit 3 großen Salamis hereinkommt. Was machen wir jetzt? Ihr habt den Tier vergessen. Wir, Rafim, nehmen uns jetzt jeder einen Hammer, schlagen dem Spottbild Preus die Köpfe ab. Richtig gut. Kann ich jetzt meine Salami aufessen? Natürlich. Sehr gut. Alles muss man selber machen. Ich gehe hier raus und hole mir jetzt selber Tee. Findet ihr eigentlich auch, dass die Brötchen hier schmecken wie Asche? Es könnte daran liegen, dass ein wenig Asche in die Kammer gesickert ist. Nee. Eigentlich schmecken sie ganz gut. Habe ich jetzt in letzter Zeit ständig. Alles schmeckt wie Asche. Außer diese Salami. Die ist gut.
Vielleicht solltet ihr euch mal von diesem Magister untersuchen lassen. Ach. Pff. Wir machen jetzt erstmal Statuen kaputt. Wo war nochmal die Werkzeugkammer? Links oder rechts den Gang runter? Ja, rechts den Gang runter. Rechts den Gang runter. Ich hol die Hammer. Wollt ihr einen großen Hammer, Jalan? Bestimmt einen großen Hammer, ne? Ich hol einen großen Hammer. Da gibt es sicher auch einen Streitkolben für ihn. Er mag diese Dinge. Ein Streitkolben. Schick. Und ein Brecheisen, um den Sarkophag aufzuhebeln. Ich nehme einfach alles mit, was ich finde. Vorsicht, Raffin! Mann! Ihr solltet wirklich ein Glöckchen um den Hals hängen. Ihr seid so leise wie eine Katze. Ja, das liegt daran, dass ich letztens erst 10 Steine abgenommen habe. Sieht man euch gar nicht an. Also, ihr seht immer noch sehr stattlich aus. Grafim schaut auch erst etwas bitter in deine Richtung und lächelt dann. Ja, würde ich auch meinen. Gar stattlich. Ich hab hier mal die Tablett mit der Teekanne und 2 Teetassen. Ihr wollt doch auch sicherlich, nicht wahr, Kollege? Sicher, gerne, danke. Dann gieße ich mal vorsichtig in 2 so eine Porzellantassen Tee ein. Zucker? Nein. Ja, während ihr euch dann den Tee eingießt, könnt ihr hören, wie Rafim mit 2 schweren Hämmern über das Parkett zieht und dann an euch vorbeigeht, nach draußen auf die Terrasse und dann auf den Garten zugeht, da wo die Richterstatue steht. Rafim hat noch im Mund noch ein Stück Salami, der Jana den einen Hammer hin. Wollt ihr den ersten Schlag machen? Dann nimmt ihr den Hammer ab, stellt ihn erstmal mit dem Kopf auf den Boden. Ja. Warum fangt ihr nicht an? Oh, 1, 2 und ich baller mal volle Kanne in die Mitte von der Statue. Ja, gib mir mal eine Körperkraftprobe. Nur 9 Punkte. Nur 9 Punkte. Ja, du merkst, wie die Statue kippt, bricht. Nicht ganz in der Mitte zerteilt ist, aber da, wo die Füße auf dem Sockel stehen, jetzt zumindest abbrechen und dann nach 1, 2 Sekunden dann mit ja, auf den Rasen einschlagen und ein kleines Loch hinterlassen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mal lasst mich euch mal zeigen, wie Praes gefälliger Zorn aussieht. Ich bin gespannt. Komm, Mirakel ist dir. Richtig, stell mich dahin, ich nehme schön Maß, dann mirakel ich einmal die Körperkraft. Und dann schön, schön ins Gesicht. Geißel oh, die Statue, kurz. Geißel die Statue. Das sind nur 6 plus 5. 11? Ja, lass mich ganz kurz was überprüfen. Ja. Währenddessen, ja, Abel mir schürt sich gerade noch ein bisschen Milch in seinen Tee, ein bisschen Zucker noch rein, umrühren. Stößt er mit der Tasse gegen Isaron an, sodass sich zuprosten. So, Körperkraft des Kandidakel Plus ist also um 7 erschwert, also 12 weniger 7 sind 5, die Hälfte von 5 sind 3, plus 5, 8 Punkte Erleichterung. Also 8 KK mehr? Richtig, es ist keine Erleichterung, es sind tatsächlich 8 KK mehr, ja. Also knallen wir mal raus. Oh, das ist schlechter, es ist genauso gut wie Rafim. Ist genauso gut. Will jemand Chip ausgeben? Wieso, er macht ja Schaden. Ja, ich bitte dich, ich möchte jemanden Chip ausgeben. Der arme Jalan. Ich würde gerne meinen nicht vorhandenen Chip ausgeben. Hm? Ich würde meinen nicht vorhandenen gerne ausgeben. Deinen nicht vorhandenen, ja, okay, den hast du noch nicht, weil du. Doch, Rafim, ja, kannst du schon. Kannst du meinen haben, komm, mach. Na los, dann mit dem Chip von Rafim. Also, nochmal. Ja, bitte! So, jetzt das sind 10 Scheiße und 18, 18 Punkte. Ja, dann nagel ich den Kopf erstmal schön über die Gartenmauer. Ja, er zersprengt erstmal in feiner Pulverstaub, der dann in den Rasen getrieben wird und dann könnt ihr mit dem Rest der Statue golfen gehen. Ein schöner Schlag, muss ich sagen. Aus dem linken Handgelenk, aber ja, durchaus kräftig. Und so steht es im Buche Lechmin, die Kraft ist mit den Rechtschaffenen. Wollen wir gleich die Statue gegenüber auch kaputt machen? Jetzt, wo ihr schon so im Schwung seid, meine ich. Sammeln wir erst einmal die anderen ein. Ja, ich schwing den Hammer auf meine Schulter. Oh. Statue kaputt machen? Wer will mitkommen? Isarun, hier ist dein Brechdings.
Das ist doch die Metallstange. Schönes Schauspiel, ihr beiden. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ja, hat man, das war ein schönes Schauspiel. Konnte man wirklich gut zusehen. Ich muss eine Bohrerstatue in Auftrag geben. Ja. Oder Reihe. Also dann... Nun, besser Reihe. So könnt ihr einmal durch den Park von Ugdalf gehen. Ja, viel Rankwerk, ein Garten, ein Irrgarten, der hier angelegt worden ist. Und dann daran vorbei in Richtung des windschiefen Hauses treten, der ehemaligen Stadtvilla von Heliodane von Streitzig. Dort dann in den Keller nach unten gehen, die Mauerreste der Villa dann überwinden. Und den anderen, diejenigen, die noch hier waren, könntet ihr dann die Statue vom heiligen Totengräber, ja, nahebringen. Ihr könnt sehen, wie hier die drei Raben sitzen, ihm das Fleisch von den Fingern fressen und ja, seine Heiligkeit bewundern. Ein sehr seltsames Abbild, immer. Wahrlich, abartig. Das ist jetzt auch eins von den Dingern. Sagte, ja, wir sollen es zerstören, es ist unheilig. Ein Frevel am Boron. Dann lasse ich euch bei den ersten Schlag jetzt ja an. Vielleicht kann ich da euch danach ja überbieten. Wir werden sehen, wir werden sehen. Moment. Ich versichere mir, dass ich niemanden mitnehme, wenn ich jetzt mit dem langen Ding hier rumschwinge. Drei Schritte zurück. Und dann schauen wir mal. Hau, ruck. Und vermutlich hat er den Platz etwas überschätzt und bleibt erstmal am Türrahmen hängen. Ja, würfel mal Schaden aus, 1W6 plus 4. Na, komm schon, W6. Reißt den Türrahmen raus und ja, schmeißt dir den riesigen Hammer auf den Fuß, sodass du dann erstmal in die Knie gehst und ja. Oh, das sah nicht gut aus. Autsch. Ich wünschte, ich hätte den Platten schon nicht fortgeworfen. Vielleicht solltet ihr mit dem einen Zweihänder auf ihn dieser Statue einschlagen. Bitte gut, Zweihänder, ich hab doch den Hammer. Ja. Lass mich mal. Ihr seht doch, Jalan ist nicht besonders begabt im Umgang mit Werkzeug. In engen Räumen sollte man vielleicht einhändig. Er ist ja auch ein Ritter und kein Handwerker. Nur fürs Protokoll, ich nehme den Schaden, ja? Ja, natürlich nimmst du den Schaden. Ja gut, wenn nur, damit wir uns sicher sind. Ja, ich setz mal an, blick mich oben und hau auch mal drauf. Gucken wir mal. Ich gehe weit, weit aus dem Weg. Ah, die ist stabiler. Ja, Rafim schlägt zu und trümmert erstmal zwei der Raben weg, aber für den Rest der Statue wird es wohl erstmal nicht reichen. Die zersplittern und zersprühen natürlich auch erstmal in ihre Einzelteile. Und damit sitzt nur noch ein Rabe auf den Fingern vom heiligen Lucian. Dauert das noch lange? Ich reich den Hammer mal an Abelmir weiter. Abelmir, du bist dran! Nein! Isarun, hier, nimm dieses Ding. Wollen wir mal sehen. Kannst du den Hammer des Magus anmachen? Ja, ich will jetzt aber erstmal so. Zeig mal, was ihr könnt. Ja, alles klar, dann machen wir mal kritisch, ne? Sind 26, wenn wir deine Körperkraft verdoppeln.